Hallo liebe Zuschauer, heute zeigen wir euch das Spiel Goat Hound. Jetzt habe ich es ja gerade gesagt, beziehungsweise im Vorgängervideo, Helvetik, jetzt spielen wir gleich das nächste, haben wir auch schon ein paar Mal gespielt und jetzt stellen wir es euch einfach vor, wenn wir jetzt schon dabei sind. Goat Hound heißt das Spiel, auch von Helvetik und es ist, jetzt müssen wir mal schauen, ab 6 Jahre. Ja, die Alina ist 6 Jahre, deswegen gehen wir davon aus, okay, dann ist ja durchaus was für die Alina, die spielt ja auch schon ein bisschen. Es wird 2 bis 4 Spieler, geht 20 Minuten und wir spielen jetzt hier mit offenen Karten. Normalerweise spielen wir mit verdeckten Karten, aber sonst ist es zu schwer und das Ganze zu erklären ist eh recht schwierig. Ich muss auch der Alina helfen, warum werdet ihr gleich merken. Und wir zeigen euch das Ganze spielerisch und anschließend gibt es ein Fazit. Das heißt, ich lege jetzt alle Karten aus, ihr solltet es eigentlich auch ganz gut sehen. Und die Silke, würde ich einfach sagen, die beginnt. Das heißt, die Silke hat jetzt alle Karten vor sich, weil es gibt Symbole etc. Aber, das muss ich vorneweg sagen, was machen wir in dem Spiel? Wir bauen ein Hochhaus. Das besteht aus 4 Stockwerken, nach dem spielen wir jetzt, beziehungsweise Standardspiel, genau, die Silke sagt 5, also in dem Fall 4. Sobald einer 4 Stockwerke gebaut hat, dann hat er das Spiel gewonnen. Stockwerke werden gebaut, in dem Fall, indem man Kartenkombinationen bildet. Also wenn ich zum Beispiel eine 8 hätte und eine 1, dann hätte ich jetzt ein Stockwerk gebaut. So, wenn ich einen Hund hätte, könnte ich einen Hund noch nebendran setzen, der sichert das Stockwerk. Oder ich nehme eine Abrissbirne, um ein Stockwerk, in dem Fall, ja, kaputt zu schlagen. Oder ich kann auch Karten klauen. Oder ich kann... Ich darf aussuchen, wer aussitzt. Oder ich darf Karten klauen. Wie? Ihr merkt, da gibt es sehr viele Spezialkarten. Und deswegen spielen wir das Ganze jetzt einfach mit offenen Karten. Einfach für euch, dass ihr das seht, ein bisschen, was da abgeht. Und die Silke hat auch, wir sagen zu jedem Zug etwas. So, die Silke fängt an. Ich habe weniger wie 8 Karten. Also am Anfang kriegt jeder 5. Weniger wie 8 Karten heißt, ich ziehe eine Karte nach. Und die Silke zieht eine Karte nach. Man zieht auch, jetzt muss ich den Stockwerk, muss immer 9 ergeben. Und um es zu vereinfachen für Kinder, wäre zum Beispiel jetzt die Kombination 7 und 2, gibt 9. Aber sie hat sie nicht. Dann sieht man auch an der Farbe. Genau. Das ist für die Kinder vereinfacht. Ich habe allerdings leider keine Kombination. Und sie hat auch keine Möglichkeit, hier was zu spielen. Klar, sie kann aussetzen. Aber das macht noch keinen Sinn. Und darum macht sie nichts. Und dann ist der Elias dran. Eine Handkarte. Der Elias hat 2 Hunde auf der Hand. Wenn du fächerst ein bisschen auf, Elias, dann sehen es die Zuschauer auch deine Karten. Komm, zeig mal. Genau, weil wir spielen jetzt offen, einfach, dass ihr es seht, weil sonst ist es wirklich zu schwer. Sicher schon noch. Wobei spielerisch habt das schnell, seid ihr schnell drin. Ich klaue eine Karte bei dir. Wir mischen jetzt einfach mal, weil sonst sagt er, ey, gib mir die Karte. Aber einfach zum Demonstrieren ist einfacher. Und dann zeigen wir euch das. Jetzt bekommt er eine Karte, weil er jetzt diese Karte ausgespielt hat. Die kommt dann einfach raus und zieht eine Karte. So, genau in dem Fall kann Machst du noch was? Ja, so, den genau. Stockwerk sichern. So, er hat eine 3, eine 6 ausgespielt, es gibt 9. Und damit da nichts passiert, hat er einen Wachhund. Der Wachhund ist dem dran, weil je nachdem kann ja der eine oder andere Spieler auch ein Gebäude zerstören. Fertig, oder? So, dann ist die Alina dran. Und die Alina hat jetzt hier einen Donutwagen hier. Da kann sie alle weiteren Mitspieler aussetzen lassen, eine Runde. Und das machst du bestimmt jetzt nachher, oder? Jetzt kannst du erstmal ein Stockwerk bauen, wenn du Jetzt kannst du bauen, weil die Fragezeichenkarten, da helfe ich dir. Jetzt soll ich dir helfen oder willst du es selber machen? Ja, ihr merkt, da muss ich dir erleben, sie hat es aber schon ein paar Mal gespielt. 3 und Fragezeichen, weil 3 plus 6 gibt 9. Du kannst es auch spielen. So, Alina, jetzt hat sie schon 2 Stockwerke. Du baust aber dann so rum jetzt halt. Der Papa hat das geschickt gemacht. So, und wir spielen mit offenen Karten. So, jetzt Alina, kannst jetzt doch alle aussetzen lassen. Donutwagen und alle setzen aus, oder? Dann bist du nämlich gleich nochmal dran. Ich muss der Alina helfen, ab 6 Jahre. Ich helfe ihr, das heißt, und das wird rausgemacht. Weil du wieder dran, wir müssen alle aussetzen, kriegst du wieder eine Karte. Oh, und du kannst nochmal ein Stockwerk bauen, weil 1 plus 8 gibt 9, also darfst du nochmal ein Stockwerk bauen. Nee, oben drüber. Oben drüber wird gebaut. Und wichtig ist hier auch, man kann ja auch Stockwerke klauen. Karten klauen. Kann ich jetzt auch eine Karte klauen? So, nein, ja Moment. Keine Karten mehr. Genau. Aber
die Joker-Karten behalten immer ihren Wert. Also das heißt, dieser Joker ist jetzt 8 wert. Ich kann ihn nicht mit einer beliebigen Zahl klauen, genau, sondern nur mit einer 8, wenn ich die 8 brauche. Genau. So, übrigens habe ich die Alina gefragt, Alina, willst du selber spielen für das Video? Und dann hat sie gesagt, ja, will selber spielen. Absolut okay. So, jetzt spiele ich eine Karte aus. Klar, wir spielen mit offenen Karten. Es geht aber ums Kennenlernen. Es geht darum, dass ihr seht, ob das Spiel euch gefällt. Jetzt habe ich die 8 ausgespielt und klau mir quasi jetzt die Karte. Das heißt, ich klaue mir jetzt hier die 1 und die kommt raus. So, jetzt gucke ich natürlich, kann ich nochmal was machen? Nö. Aber ich kann jetzt hier eine Karte von einem Mitspieler klauen. Das mache ich jetzt als erstes und ich klaue einfach mal von der Silke eine Karte in dem Fall. Ja, jetzt müssen wir wieder alles. Normalerweise könnte man so eine ziehen. Aber das machen wir jetzt verdeckt. Das machen wir schon korrekt. Aber ich glaube, ich werde... So, jetzt mal gucken. Ich glaube, ich spiele noch die aus, Silke. Da ist nämlich eine besondere Karte, weil da kann ich nämlich gleich... Von jedem. Und das machen außer wir jetzt, bei der Alina. Weil die außer hat bei keine. Der Alina. Das heißt, ich ziehe nochmal eine Karte von jedem, einfach um euch ein paar Sonderkarten auch zu zeigen. Ist ja ein bisschen verrückt, wie man spielt, aber einfach zum Zeigen, oder Alina? Genau. So, zum Fazit kommen wir nachher noch. Für Alina natürlich echt schwer, das Ganze. So, dann kann ich eine Aussetzen-Karte spielen und die spiele ich gegen Elias, weil der Elias schon so gut ist. Das heißt, da setzt aus. So, dann kann ich noch spielen, nochmal eine Aussetzen-Karte. Ach komm, die spiele ich. Ja, die Alina hat schon 2 Stockwerke, die spiele ich gegenüber die Alina. Und jetzt spiele ich noch einen Hund, der bewacht ist, das heißt, da habe ich keine Probleme. Jetzt ist die Silke dran und dann bin gleich ich wieder dran, weil die zwei ja aussetzen müssen. So, Silke, kannst du jetzt mit der Karte hier... Nein, weil da ist der Hund. Aber mit welcher Karte kannst du es machen? Mit der Abrissbirne. Mit der Abrissbirne. Und ihr merkt, ab 6 Jahre. Boah, da steht echt... So, ich setze eine Runde aus. Ja, da steht 6 Jahre drauf. Die Anhänger, die jetzt sind vorbei. Erst kriegt der Papa wieder eine Karte. Okay, so, dann kann ich groß nichts machen. Nix. So. Genau. Die Silke spielt die Karte aus. So, und ich glaube, so langsam ist das Prinzip euch klar. Wir zeigen euch nicht das ganze Spiel. Es geht so lange, bis einer praktisch das 4. Stockwerk errichtet hat. Macht mir mein Stockwerk kaputt. Und genau, man kann, sehr gut, das haben wir den Fall auch nochmal gezeigt. Er spielt eine Karte aus, klaut sie. Die wird bewacht vom Hund, die kann er sich nicht klauen, aber das passt auch nicht von den Farben. Das ist zumindest altersgerecht gemacht. Du sagst, wenn genau. Er tut sie jetzt raus, was er gerne hätte. Weil man mit offenen spielt. Und wie gesagt, mit 4 Stockwerke bzw. 5 und dann ist das Spiel zu Ende. Ich glaube, das meiste habt ihr gesehen. Abrissbirne, ein paar Besonderheiten gibt es noch. Und das war das ganze Spiel. Ich glaube, wir machen einen Schnitt. Das war eigentlich nur zur Demonstration mit offenen Karten. Und dann ist die Alina dran. Und die Alina... Oh, okay, der reißt es ab. Und die Alina kriegt eine Karte. Okay, aber die kann den Hund nicht ausspielen, weil der wird hier bewacht. Nee, du musst ja. Also, Moment, weil wir das... Ja, es ist ein bisschen verwirrend, weil wir mit offenen Karten jetzt spielen. Und dann bin ich dran. So läuft das ganze Spiel ab. Ja, wir spielen mit offenen Karten, einfach um euch das zu demonstrieren. Und ich glaube, jetzt kommen wir auch zum Fazit. Nee, und jetzt noch was abreißen? Nee, wir spielen mit verdeckten Karten wieder. Aber wir machen vorher noch das Fazit. Bis gleich. Das war Go Town mit offenen Karten, einfach um euch das zu zeigen. Ist mal eine Art und andere Art und Weise, um ein Spiel vorzustellen. Die Alina ist ganz betröppelt. Warum? Da steht 6 Jahre drauf. Ist es ab 6 Jahre? Nein. Elias, ab 8? Ja, das geht. Ab 8 geht. Ab 8 geht mit etwas, etwas Information. Alina, dich brauche nicht gefallen. Dir hat es nicht so gefallen, das Spiel, oder? Du bist ein bisschen traurig, oder? Weil da 6 Jahre drauf stand und war doch nicht so dolle, oder? Okay, klar. Vom Alter her zu schwer. Elias, dich kann ich eher fragen. Aber für 6 finde ich es doch nicht schwer. Ja, nehmen wir 7, 8 wäre noch... Hat es dir gefallen, so spielerisch an sich? Es war okay. Für zwischendurch mal kleines Mitnehmenspiel. Wie sagst du immer ab? Sacker. Absacker. Absacker. So, noch irgendeine Ergänzung? Schöne Grafik. Okay, ja. Das war. Deswegen hast du gedacht, tolles Spiel. Du hast dich so drauf gefreut. Ja. 6 Jahre passt es. Ihr habt jetzt aber das Spielprinzip gesehen. Das ist schon ein interessanter Mechanismus, der ganz okay ist. Es ist kein Spiel, wo ich sage, wow, haut mich jetzt total vom Hocker. Das ist es nicht. Ich wiederhole mich. Helvetik, manche Spiele gefallen uns richtig gut, manche einfach nicht. Ist einfach so, sagen wir auch immer. Jetzt habt ihr auf jeden Fall einen Blick bekommen zu Go Town. Ich glaube, jetzt haben wir euch schon fast alles vorgestellt von Helvetik. Da gibt es wirklich sehr viele Spiele und ich glaube, in Kürze der Zeit haben wir euch alles vorgestellt. Die Alina fand nicht alle so toll, ist da auch absolut in Ordnung. Silke, bei dir so?
Ja, es sind, also für 6 sind es viele Regeln, auch viele Karten, wo man sich merken muss. Haben wir ein bisschen mehr erwarten. Also in dem Fall von der Altersangabe. Aber es sind einfach zu viele Regeln. Es ist ein interessantes Spiel. Aber ich sag's auch ähnlich wie der Elias. Boah, eher was für zwischendurch. Absacker. Es gibt bessere Spiele. Ja, das war in dem Fall Go Town von Helvetic. Hier seht ihr das nochmal in einer kleinen Verpackung. Was man ja auch hier sieht. Klein und handlich. Kleiner Preis in dem Fall. Ja, und deswegen sage ich tschüss. Macht's gut. Bis bald. Jetzt spielen wir was anderes, oder? Ja. Ja. Tschüss.